Hey Leute, willkommen zurück zur 30. Folge von Command & Conquer Renegade. Ich weiß, es ist kein Special wert, da ich gemerkt habe, dass andere wahrscheinlich schon weiter wären, wenn sie 30 Parts hätten und nicht so lahmarschig wie ich bin. Aber gut, ich hoffe, ich komme ein bisschen weiter, weil ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, wo ich war. Ich habe eben mal ganz kurz in den letzten Part reingeschaut, weil deswegen wusste ich ja jetzt, dass der letzte 29. war und dieser hier der 30. war. Und ja gut, ich habe halt keine Ahnung. Anscheinend ist mein Ziel irgendwo da hinten am Arsch der Welt. So, ich hoffe, hier ist kein Feind. Da oben ist doch einer. Aber den habe ich das letzte Mal schon mal getötet. So, wir nehmen erstmal das fette MG in die Hand. Wie sich das auch gehört. So. Wo ist der eigentlich hier so, das hier irgendwo da hinten? Wie komme ich da hin? Pfui. Mag ich überhaupt nicht, wenn du dich da versteckst, du böser Junge. Das hier ist irgendwo da hinten. Ob ich da hinkomme? Angst? War ich hier schon? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber da oben ist noch Rüstung und Heilung, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, muss ich mal erwähnen. Muss ich nur gucken, ob es hier irgendwo auch einen Weg weitergeht. Gibt. Rüstung, Munition, Feuer, ja gut. Mit der Munition schieße ich auch nicht wirklich. Sprinten konnte ich immer noch nicht. Stimmt ja, genauso wenig wie... Ach doch, hocken kann ich jetzt wieder. Cool. Konnte ich das letzte Mal nicht. Und hier geht's nicht weiter. So ein Mist. Aber gut. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, gut, dann leben wir damit. Na gut, jetzt muss ich doch am Weg raus und dann rum oder wie oder was oder wo. Muss ich mal gucken. Ich hoffe auch, mein Sound ist wieder in Ordnung. Was heißt denn wieder? Ich hoffe, mein Sound wird in Ordnung aufgenommen. Da ich eben eine halbe Stunde Need for Speed Hot Pursuit aufgenommen habe. Und als ich dann, ja, hier irgendwie Lebensgeschichten von mir erzählt habe. Tiefsten Geheimnisse und alles. Nein, also tiefsten, das nicht, aber... Ja, habe ich denn gemerkt, als ich die Aufnahme beendet habe und reingeschaut habe, kein Ton, so ein Mist. Ja, was macht man denn in dem Moment, außer fluchen? Nein, ich habe nicht wirklich geflucht, aber trotzdem war halt ein bisschen blöd. Okay, ich höre einen Helikopter, einen Hubschraubschraub. Bringt mir aber nichts, kann ich hier raus. So, muss ich hier nicht irgendwo hin? Oder muss ich da hoch, oder wo? Meine schöne Berge, aber... Warte, retten Sie die Wissenschaftler. Schalten Sie das Forschungszentrum... So, wo ist denn... Ah, das Blau... Na! Warum gehst du weg durch Scrollen? Cool. So, da ist Forschungszentrum Alpha. Muss ich da irgendwo hinkommen? Und ich sehe nirgendwo einen grünen Punkt. Das ist ja noch besser, ne? Muss ich mal gucken, wie ich... Da unten irgendwo? Hä? Muss ich das verstehen? Na gut, dann gehe ich erstmal runter. Oder hier hoch? Weiß ich nicht. Warte, fährt das Ding eigentlich mich jetzt hoch oder runter? Zumindest nicht wirklich. Und da ich Schaden bekomme. da ist irgendwo das... Ne, warte, so komme ich ja blöderweise wieder hoch. Ich muss noch gucken, ich weiß ja kein bisschen, wo es lang geht. Meine Stimme ist jetzt auch ein bisschen im Arsch, aus dem Grund ja halt wegen Need for Speed. Ich habe ja wie gesagt ein bisschen geredet wie ein Wasserfall, mehr oder weniger. Und mehr oder weniger auch alles umsonst. Das stört mich ein bisschen. Aber man kann ja nicht alles haben. Meint ihr mit Forschungszentrum das hier? Forschungszentrum das hier? Muss ich ja irgendwie was... Hier ist aber nirgendwo ein Lebensbalken. Schön. Dingsbums. Ich weiß nicht, ob es das bringen würde. Ach, davon habe ich noch nicht mal was. Ist ja cool. Ist so. Bevor mir alle Waffen weggenommen wurden. Da, von dem hatte ich immer einen Fall. Jetzt, wo ich es brauchen könnte, nicht. Typisch, ne? Typisch. Ja, warte mal. Gibt es noch eine Etage weiter runter? Eigentlich nicht, ne? Ist ein bisschen blöd. Na gut, dann schauen wir mal. Ob wir hier irgendwie, ich weiß nicht, ob ich hier raus muss aus dem Scheißgelände, beziehungsweise wenn ich raus muss, wohin genau, weiß ich alles nicht. Das ist ein bisschen chaotisch. Na gut, hier war was. Hier sieht man aber auf der Karte auch immer irgendwo Punkte und man kann nichts mit den Punkten anfangen, weil ich nicht weiß,
wo die Gegner genau sind. Ich meine, hier überall Punkte, aber hier ist kein Gegner. Aber gut, ich sammle mir lieber doch erstmal ein bisschen Munition auf. Munition. Das habe ich nicht eingesammelt mit dem Munition-Sniper, oder? Die ganze Zeit habe ich irgendwelche Helis. Was nun ja auch nicht so prickelnd ist. Ach, die 8. Was sind die 8? Lol. Tiberium-Waffe. Cool, hatte ich auch noch nicht. Jetzt habe ich eine. Oder... Supersprung? Nein, bringt nichts. Wie komme ich denn da hin? Ja, am besten mit runterspringen. Am besten mit runterspringen, Markus. Warte, wäre ich hier nicht hochgefahren? Doch, hier werde ich hochgefahren, oder? Richtig. Und da irgendwie reinkommen, das geht über hier. Aber hier ist ein anderer Raum. Was mir wiederum nichts bringt. Ich bin überhaupt nicht verwirrt. Nein, 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 nein. Aber hier ist auch noch was. Ah, hier ist das Dingens da. Cool. Leben. Danke. So, das, damit bin ich voll. So, erstmal noch einen Schuss ablassen. So, guck ich mal. Hier ist aber auch nichts weiter. Blöde, blöde, schade. Aber hier bin ich doch, glaube ich, am Anfang rein, ne? Da waren ja die Wissenschaftler. Denke ich, glaube ich. Mein Gott, ich weiß es nicht. Bitte verurteilt mich nicht. Retten Sie. Ja, die sind irgendwo da. Aber ich weiß nicht, ob unten, oben oder ähnliches. Ich versuche mal ein bisschen so dem Fallen zu folgen. Zumindest weiß ich nicht, ob ich dafür raus muss. Ich hoffe mal nicht. So, da muss ich irgendwo hin. Jetzt laufe ich wohl zu weit, ne? Oder nicht? Kannst du dich auskeksen? Junge, Junge, Junge. Lass mich mal bitte raus. Ja, Moment. Wenn ich jetzt hier bin, komme ich da auch wieder nicht. Ah, ich bin verwirrt. Irgendwo da. So, laut der blöden Karte da. Etage höher. Fahr runter. Danke. Und fahr hoch. Beam me up, Scotty. Ja, gut, wer kann den Spruch nicht? So, geh mal halt hier oben. Erstmal, hier war der raus, oder? Nein, hier war nicht raus. Irgendwo war der raus, oder? Oh, Mann, Mann, ich würde mich irgendwie wünschen. Da geht's raus, ja. Ich würde mir, da geht's auch raus, gut. Aber da geht's nur so rum. Ach, verdammt. Ja, ich würde mich irgendwie wünschen. Ups. Entschuldigung, hier gibt es ja keinen Grand Zoom. Wenn hier irgendwo Feinde wären, dann wüsste ich nämlich... Okay, war ich noch nicht. Und dann muss ich noch hin. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich bin nicht unbedingt richtig. Ich habe nur so das Gefühl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich will eigentlich auch gleich mal speichern irgendwie. Mehr als eine Runde bin ich eigentlich jetzt auch nicht gelatscht, oder? Die sind ja irgendwo im Gebäude anscheinend. Finde ich, denke ich. Irgendwo da, aber da komme ich erstmal nicht hin. Lass mich bitte rein. Oder ist das verbuggt oder wie oder was oder wo oder wer oder jenes. Ich meine hier... Nee, geht ja nicht. Da kann ich machen, was ich will. Die sind da weg. Oder falls sie ja jemand so waren, ich weiß es nicht. Bitte verurteilt mich nicht. Muss ich hoch, runter, was war da jetzt? Oh, ich habe so ein blödes Kurzzeitgedächtnis, weil ich jetzt noch nicht mal weiß, was hinter der Tür war. Aber ich glaube, das war nur so ein blöder Gang, ne? Ja. Richtig, das war der Treppengang, falls der Fahrstuhl zu bequem ist. Jetzt bin ich hier unten. Habe ich auch nicht viel gekonnt, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo eine Tür übersehen habe oder so. Gut, gehe ich halt mal, ich bin die ganze Zeit in der Richtung gegangen. Da hinten wollte ich auch schon mal hin. Ja, meine Stimme geht auch wieder kaputt. Hier geht es ja noch weiter runter. Anscheinend. Beam me down. Danke. Oh, ist ein bisschen gebuggt. Bin ich jetzt irgendwie... Irgendwo hin? Ja, ich bin glaube ich tiefer, ne? Jetzt bin ich hier. Gut. Bin ich eben da. Bringt mir auch nicht viel. Oder? Nee. Ach, Moment. Hier war das komische Dingsbums, ne?
Ja, hier war das. Was war da hinten? Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich komme langsam auf der Spur. Nein, komme ich nicht. Definitiv nicht. So ein Mist aber auch. Junge, verrat mir doch mal, wo ich hin muss. Wenn ihr ein Knistern hier wie sowas wahrnimmt, das ist so eine kleine Bonbon-Tüte, die bei meiner Maus ist. Keine Ahnung, was sie da sucht. Aber die ist da. Respektiert sie. Sie ist nämlich empfindlich. Ja, Gesundheit voll, danke. Ja, gut. Ich glaube, ich will den dann nicht unbedingt töten. Warte, den hier. Na du, ich glaube, du willst raus, oder? Kann ich ihn verstehen, aber du würdest mich doch töten, oder? Erstmal einen Kopfschuss überleben, ne? Du hinterlässt Rüstung und ich komme nicht dran. Ja. Gut. Fuck. Warte mal, komme ich da irgendwie hoch? Ne, sieht nicht aus, oder? Ups. Ne, sieht eindeutig nicht danach aus. Ne, so einen Supersprung kann ich nicht. Leider nicht. So, muss ich mal gucken, war hier irgendwo was? Ich laufe erstmal lieber mit anderen Waffen rum. Heilung, ja gut. Heilung ist cool. Aber weiter nichts. Das ist wiederum nicht cool. Ja, von hier kam ich noch. Richtig, richtig. So, da hinten war der Fahrstuhl, der mich irgendwie nach unten gefahren hatte. Was ist denn hier? Sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Laut Karte. War ich hier nicht schon mal? Ich bin verwirrt. Hier war ich doch schon. Was mal? Hä? Also Leute. Ihr könnt mir 5-mal in die Kommentare schreiben. Ich bin blöd, bekloppt, dumm. Keine Ahnung was. Aber ich bin echt ein bisschen... Ja. Zurückgeblieben. Nein, nicht unbedingt zurückgeblieben, aber ich bin... Ja, blöd. Juhu. Aber das wird das auch mal sehen. Der First Persian Typ. So, gucken wir mal. Ja, so läuft er. So läuft der Hase. Aber ich glaube, so ist eher besser. Sieht man die Feinde besser und kann besser visieren. Aber ja, jetzt fragt man sich vielleicht, welche Feinde, ja. Da frage ich mich auch. Ja. Ich glaube, ich bin ja irgendwo komplett falsch. Ich habe irgendwo nur die Vermutung, dass ich hier falsch bin. Deshalb will ich hochgefahren werden. Ach, oder weiter runter. Das sieht so richtig aus. Ich sogar speichere. Das sieht so richtig aus, wenn ich speichere. Das ist eine Begründung. Das ist offizielles Neuland. Im Namen von Boom. So, nein, ich habe nicht gepotzt. So. Wartet. So, tot. Hier kommt mein Offizierfreund. Schon, dass man sogar hinter Munition lässt. Ja, genau. Ne, wenn du mir Munition hinterlässt. Kampfbuggy wie niedlich. Warte mal, 7. Wie viele Schuss habe ich noch? 2. Ne, 2 ist mir ein bisschen. Hör auf damit. Du weißt gar nicht, ob ich da hier bin. So, da konntest du nichts mehr machen, ne? Scheiß Teil. Hab's erstmal die Wand zerschroten. Ah, das sieht doch zu richtig aus. Empfange ein schwaches Signal. Oh mein Gott, das wäre blöd. Ja cool, dass man noch runterfahren konnte. Hallo? Ist ja gut, du musst mich nie angiften. Halt den Mund. Cool. Leben! Weil ich alles nicht aufsammeln kann. Munition sei schon. Rüstung wäre besser gewesen, aber nein. Man kann nicht alles haben, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Wo kam... Warte, schieß mit auf deinen eigenen.
Ja gut, warum hier so ein Lastwagen rumfährt, frage ich mich auch. Aber Hauptsache Rüstung und Munition. Leichte Panzer, cool, 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 nicht cool. Rüstung, 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 Rüstung. Rüstung, Rüstung, cool. So, sogar ein leichter Panzer für mich. Ist ja schön, dass sie mir sowas reservieren. Ja gut, Rüstung Fall ist nicht gut. So, sitzt sogar ein Panzer. Und ich finde es so geil, dass ich speichern muss. Es ist so scheiße von mir, aber... Ey Leute, das... Dass ich das dreimal laufe... Ey. Das will ich nicht, das wollt ihr nicht. Und wenn ihr es wollt, dann... Denen tut mir das leid. Dober Techniker. Dober Bazooka Joe. Keine Ahnung, warum ich die immer noch Bazooka Joe nenne, aber... Eignet sich halt dann noch an. Dazu. Oh, das ist ein präziser Headshot. So, mein Technikerfreund. Du bist so ein Schwein, der ich dich da unten nicht treffe im Moment. Ja, warte, dich hole ich mir noch. Eines Tages. Oder auch nicht. Weiß ich nicht, ich überleg's mir noch. Mannschaftsreporter. Ja, lad natürlich nur ab. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich mag das nicht. Lass das, ich hasse das. Davon schon mal gehört. So, lass mich mal kurz aussteigen, bitte, weil ich möchte den... Einfach den Techniker da unten erstmal ein bisschen ärgern. Hast du etwa ein paar Knöpfchen gedrückt? Hast du oder hast du nicht? Sprich mit mir. Ich stehe genau vor ihm. Schieß sie. Halt die Waffe ihm ins Gesicht. Jetzt lass mich gerne mal runterfahren. Schön, dass du da unten blockierst. War sehr cool. Ich mag unsichtbare Einheiten schon mal nicht mehr. Ja gut, die mochte ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Command & Conquer. Stealth. Ja gut, Stealth Panther. Panzer wusste ich noch. Aber. Uiuiui. Aber so richtige Einheiten, das wusste ich nicht mehr. Das. Oh mein Gott, Angst, 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 Angst. Hau ab. Hau ab. Ich laufe dir im Bauch noch hinterher, ja. Das ist schlimm. Das ist peinlicher für mich als für euch. Na, wo ist er denn jetzt hin? Alter, leck mich. Ich höre mich da so... Blöder Panzer. So, ach du fährst mich auch noch nach unten. Ich glaube, ich sollte mich nicht so reinhängen. Hallo Flammenwerfer, hallo Flammenwerfer 2. Will ich hier eigentlich runter? Eigentlich mal nicht. Ich will ja noch nicht runter. Nein, hör auf. Alter, geht. Das ist ja eklig. Ey, hör auf. Ich bin... Das ist mal... Ist mal im Moment zu viel, ey. Moment! Danke. Der hat sogar auf mich gewartet. Das ist bei jetzt sehr nett. Alter, geht ja gar nicht mehr ab. Was hier abgeht. Ich fass es nicht. Da kommt doch keiner mehr klar damit. Alter. Ist hier so gut gesichert, das geht ja gar nicht, ne. Das ist ein Drecksnest. Da fuck. Ne. Ich glaube, ich hatte mir was zur 30. Folge besser vorgestellt. Ich mache hier einfach mal einen Cut. Das ist mir für heute doch noch zu viel. Tut mir leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, Leute. Oder beziehungsweise einen schönen Tag, ne? Ciao, Leute.